aber mein Medaillon fehlt mir. Das ist alles, was ich von meinen Eltern noch habe. Du musst nichts erklären, Tim. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Der Bootsmann, der mich von Bord brachte, trug es um den Hals und lachte mir ins Gesicht. Ich bin kein Held, aber ich muss noch mal dorthin und es mir zurückholen. Gehst doch wohl nicht sofort hin, oder? Versteh doch. Ich muss gehen. Wenn das Schiff abgelegt hat, ist es zu spät. Weißt du, dass ein entflohener Sträfling ohne Vorwarnung erschossen werden darf? Ist es das wert? Ich habe keine andere Wahl. Außer... Nein. Das kann ich nicht verlangen. So was? Rede um Himmels Willen. Mir fiel gerade ein, wenn jemand Bezauberndes und Hübsches, so wie du, zum Bootsmann gehen und ihn hierher locken würde. Nein, das kann ich wirklich nicht verlangen. Ach so. Keine schlechte Idee. Wir waschen jeden Tag die Sachen von Matrosen. Ich bin den Umgang mit ihnen gewöhnt. Wie heißt das Schiff? Schwertfisch. Du bist ein Engel, Emily. Aber da gibt es einen Haken. Die Arbeit kann nicht warten. Du musst dich um die Wäsche im Korb kümmern. Wirf sie einfach ins Wasser, wasche sie sauber. Und noch was. Manchmal ist da noch was in den Taschen. Deshalb musst du jede Tasche durchsuchen. Gründlich. Also Emily geht jetzt los und bringt den Matrosen hierher, den mein Medaillon geklaut hat. Auf kannst du wetten, Kleiner. Ich bin Experte für Taschen, seit ich 10 Jahre alt war. Okay. Lass mal hierher. Nimm mal das Gluppe und werf das hier rein. Ich vergeude keine Zeit damit, Taschen zu durchsuchen. Ich werfe einfach alles ins Wasser und fertig. So, und dann kurbeln wir ein bisschen. Ah, sieht doch gut aus. Genug davon. Ich breche mir noch nicht das Kreuz wegen einer blöden Wäscherin. Hm. Gucken. Ich will keine Schwielen anwenden. Okay. Ich kenne mich nicht aus, aber ich würde etwas Dampfgetriebenes nehmen. Nehme ich jetzt an, die Klamotten wieder nehmen? Was zum Teufel ist das? Ich bloß die Taschen durchsuche. Das ist das letzte Mal, dass ich arbeite. Nasser Tabak. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ah. Aber... Nasser Tabak? Laufen wir nach hier hinten. Gucken. Ich mitgenommen. Oder... Wasser strömt nur so heraus. Das trocknet nicht vor morgen früh. Aua. Kann mal. Bügeleisen nehmen? Mal gucken. Eine Menge Holz. Obwohl, ich könnte den Tabak doch oben durch die Mangel ziehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich würde ja lachen. Lauf mal dahin. So. Klick. Genommen. Ich habe nichts zu verlieren. Ich lasse ihn durch die Walzen laufen und wir sehen mal, was passiert. Und? Das meiste Wasser ist weg. Aber was ist mit dem Rest? Aha, okay. Dann laufen wir jetzt hier nach unten. Hin und her laufe. So, und jetzt...
Nehmen wir das Tabak. Und damit zum Kamin. Schade, dass der Tabak verdorben ist. Selbst nach dem Trocknen wird er nach Seife riechen. Bleib lieber draußen. Ich bin gleich wieder da. Wie ist es gelaufen, Tim? Bei mir gut. Aber was ist mit dir? Hattest du Ärger? Ist er hier? Natürlich. Du hast doch nicht an mir gezweifelt, oder? Eine Sekunde lang. Jetzt liegt es an dir. Aber warte nicht zu lang. Er ist ungeduldig. Aber schmierig genug, mitzukommen. Was hast du ihm gesagt? Bist du nicht ein bisschen zu neugierig? Du solltest lieber gehen, sonst hat das alles keinen Sinn. Hm. Ja. Der. Ich will den Kerl mit eisigen Augen sehen. Dann muss ich wohl nach da laufen. Ganz ist sicher, wenn der Matrose mich sieht, bin ich ein toter Mann. Ich kann oben zum Dachboden und aus dem Fenster Looky Looky machen. Gucken. Bitte sehr, Dummkopf. Gib mir nur eine Chance und ich zahle es dir doppelt heim. Ich muss still sein. Wenn er mich sieht, ist das mein Ende. Wenn ich sie öffnen muss, dann lieber von innen. Mal gucken. Ich klettere nicht aus dem Fenster, wenn ich durch die Tür gehe. Okay. Bisher passiert nichts. Ich bleibe hier. Wenn sie mich hier finden, muss ich auf das Dach klettern, um zu fliehen. Okay. Dann gehe ich zurück. Ein bisschen verzwickt ist das doch jetzt aber schon. Ich glaube, ich brauche etwas. Gucken, ist hier oben vielleicht irgend... Vielleicht das Bügeleisen. Oder dieses Paddel. Nee, damit klopft man nur Kleidung aus. Nee. Gibt nichts weiteres. Ich werde dich nicht länger belästigen. Wiedersehen, Emily. Kein Problem, Tim. Komm wieder her, wann immer du willst. Also über die Kanalisation komme ich nicht weg. Ah, trockener Tabak. Stell mal wieder ein. Nach Seife, nicht gerade umwerfen. Eben. Aber besser als nichts. Ach, ich muss noch irgendwas geben. Okay. Uns ist sicher, wenn der Matrose mich sieht, bin ich ein toter Mann. Wie soll ich das denn sonst machen? Ist noch irgendwas, was ich nehme? Also komme ich wieder hoch. Hier hinten kann ich nichts nehmen. Kann ich so mit der reden, aber die will ja nicht mehr mit mir reden. Mal gucken, klar. Kurbel bringt ja auch nichts mehr. Ich will keine Schwierigkeiten. Ja. Ich kenne mich nicht aus, aber ich würde etwas Dampfgetriebenes nehmen. Mal gucken. Also ich habe jetzt einen trockenen Tabak.
ist die Mangel, aber die bringt mir an sich gesehen ja nichts. Wow. Scheint zu funktionieren. Ist das ein Brett? Nee. Ein Seil. Ein Hufeisen? Nein. Laufen wir doch da hinten. Handschellen. Guck, vielleicht kann ich die ja mitnehmen. Ich würde sie wirklich gern nehmen. Ah. Hä? Okay. So, jetzt gehen wir mal nach da. Meine Handschellen. Abschaum. Ich muss still sein. Okay. Nee, verdammt. Okay, also ich habe schon mal, glaube ich, das erste gefunden. Jetzt muss ich du doch irgendeinen Weg rausfinden. Das ist ja, meine Güte, gar nicht so groß gewohnt, so viel nachzudenken. So ein Computerspiel. Gerne mal die Kanalisation. Es ist nicht trinkbar, das sehe ich. Interessant. Riecht ein bisschen nach Seife. Meine 10 Pferde bringen mich dahin zurück. Okay. Uns ist sicher, wenn der Matrose mich sieht, bin ich ein toter Mann. Ja gut, aber wie soll ich jetzt hier was finden? Gehen wir mal durch. Hm.